Erkenne die Menschen um dich herum für das Beste, was du in ihnen gesehen hast. Indem du das Beste und nicht das Schlechteste erkennst, wirst du das Beste in jedem Menschen wecken, fördern und erhalten. Das, worauf du achtest, wird natürlich wachsen, zumindest für dich. Jeder Mensch, dem man begegnet, hat eine gute und eine üble Seite an sich. Wenn du dich auf die üble Seite konzentrierst, wird dein Geist mit dem Schlechten beschäftigt sein und die üble Seite von jemand anderem wird zu deiner. Und deshalb wirst du mehr und mehr davon von überall um dich herum erhalten. Wenn du auf das Beste achtest, auch wenn es bei manchen Menschen winzig klein sein mag, wenn du auf das Beste achtest, wird es wachsen. Zumindest in deinem Geist, in deiner Erfahrung wird es wachsen. Und die Chancen stehen gut, dass es dann auch in ihnen wachsen wird. Nun, wenn man in dieser Welt lebt, wenn man aktiv ist, dann sagen und tun einem so viele Menschen eine Vielzahl von schlechten Dingen an. Aber wenn du darauf achtest, wirst du auf deinem Weg stehen bleiben. Wenn du darauf achtest, das mag sogar in den Menschen existieren, die ständig Gift spucken, dann wird dein Geist niemals gemein werden. Und es besteht immer die Möglichkeit, dass auch sie sich verändern werden. Ich habe Programme in Gefängnissen durchgeführt, sowohl in Indien als auch in den Vereinigten Staaten. Ich habe einige der Kriminellen oder Verurteilten getroffen, die in ihrem Leben schreckliche Dinge getan haben. Aber viele von ihnen haben sich durch einfache Formen des Yoga verändert. Vor allem aber waren sie, wenn sie bei mir waren, absolut wunderbare Menschen. Das ist es, was du tun kannst. Du hast von einem Angulimala gehört, der zu einem Weisen wurde. Du hast von Valmiki gehört, der zu einem großen Weisen wurde. Es gibt viele solche Geschichten, nur wenige wurden berühmt. Es gibt viele andere, die ihre Gemeinheit in ihre wunderbare Persönlichkeit verwandelt haben. Einfach, weil jemand ihrer wunderbaren Persönlichkeit Achtung geschenkt hat. Also bitte, wen auch immer du triffst, was auch immer du in ihnen Gutes siehst, du musst dir nichts vorstellen, was auch immer du in ihnen Gutes siehst, schenke dem Beachtung. Halte das als Maßstab für diese Menschen, damit sie sich erheben können. Anstatt ihre Gemeinheit in deinem Geist festzuhalten und zuzulassen, dass sie zu ihrem Schlimmsten herabsteigen. Dies ist eine Möglichkeit, die du in jedem Moment deines Lebens praktizieren kannst. Lass es uns möglich machen.